Ja, Freunde, endlich ist es rausgekommen. Heute ist der offizielle Launch von Call of Duty World War II. Und ich, der Levis, musste natürlich sofort am Erscheinungstag mir das Spiel sichern. Ja, back to the roots, sage ich da nur. Call of Duty spielt wieder im Zweiten Weltkrieg und entfernt sich vom Gejumpe. Ich meine, es sind auch nicht schlecht, die Spiele, aber für mich ist einfach ein realistischer Call of Duty Teil im Zweiten Weltkrieg. Wenn ihr euch wundert, was der Levis so an Call of Duty seine Lieblingsteile sind, kann ich euch sagen, Call of Duty 2 ist für mich die absolute Spitze, weil das habe ich am meisten gesuchtet, kurz gefolgt von Call of Duty 4. Und dann kommen die ganzen anderen Teile. Und jetzt ist wieder Call of Duty im Zweiten Weltkrieg erschienen in neuer, besserer Grafik. Und das ist hier die PS4-Fassung. Es gibt das auch für Xbox One und PC. Das Ganze kommt von Activision und Sledgehammer Games, ist komplett in Deutsch und es ist eine Internetverbindung erforderlich. Ich habe gehört, dass selbst für den Singleplayer ihr online sein müsst. Ja, was soll man dazu sagen? Auf dem Cover sehen wir hier einen Soldatenfreunde mit seinem Doc-Tags in der Hand und er ist ready für den Fight. So, von der Seite sieht es dann so aus, WW2, Call of Duty. Ich habe ja schon die Beta gezockt, ein paar Multiplayer-Matches, Videos könnt ihr euch schon anschauen auf meinem Kanal. Und jetzt werde ich auch, denke ich mal, ein paar Levis-Zockt-Videos dazu machen. So, dann schauen wir uns mal die Rückseite an, Freunde. Kampagne, Multiplayer und Zombies. Diese drei Modes könnt ihr zocken. Die weltweit meistverkaufte First-Person-Action-Reihe auf PS4. Schauen wir uns mal die Fakten und Daten an. 1 bis 2 Spieler im Singleplayer oder im Multiplayer 2 bis 18 Spieler. Dafür ist natürlich Plus erforderlich. Ihr braucht mindestens 80 GB auf eurer Festplatte. DualShock 4 Vibrationsfunktion. Die ganzen HD-Video-Ausgänge, also Formate 720p, 1080i und 1080p, unterstützt Remote Play für die PS Vita und unterstützt auch die PlayStation 4 Pro. Da wird es dann noch geiler aussehen, Freunde. So, dann packen wir das gute Stück mal aus. Und ich liebe einfach Call of Duty, Freunde. Es ist für mich ein Teil, das kleinen Maps, wo man nicht 1000 Kilometer laufen muss, bevor man auf den Gegner trifft. Ich brauche das Gefecht, Freunde. Sofort den Gegner treffen und enge, kleine Maps, das sind so wirklich mein Ding. So. Ja, die Schlaufe ist natürlich hier. Die versuche ich mal so aufzubekommen. Nein, will natürlich nicht. Jetzt habe ich es aufgeschnitten, Freunde. Und wir machen es mal auf. Zack. Ich gucke mal kurz rein. Oh, das ist ja nice. Oh, wow. Das ist echt cool, Freunde, was hier drin ist. Gerade für Leute, die gerade kein Plus-Mitglied sind, die werden sich freuen. Nice. So, da haben wir hier Call of Duty WW2. Das Cover-Design sieht auf jeden Fall richtig cool aus, Freunde. Die Disc. Und enthalten haben wir hier drin noch so Werbung für den Merchandise-Shop für Call of Duty und den Season Pass.
Was sehr cool ist, Freunde. Hier haben wir ein PSN Plus Werbung, aber dahinter versteckt sich ein Code, Freunde, mit einem zweiwöchigen Laufzeit. Das ist wunderbar. Das ist genial, weil so kann ich direkt online zocken. Das kommt mir sehr gelegen. Danke Activision und Sledgehammer, dass ihr da so einen 14-tägigen Code da reingepackt habt. Das freut mich sehr. Da kann ich erstmal auch online zocken. Das ist wunderbar. So, das war das Unboxing zu Call of Duty World War II. Habt ihr das Spiel auch? Ihr könnt mir gerne unter den Kommentaren eure Erfahrungen mit dem Spiel schreiben. Wie gesagt, es werden Levels-Zockt-Videos kommen. Freut euch drauf. Ich freue mich sehr, dieses Spiel endlich zu besitzen. Und falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne abonnieren, kommentieren und Daumen geben. Ich sag bis demnächst. Bye, bye.